Für Organisator Philipp Exner war das vergangene Wochenende aus sportlicher Sicht ein voller Erfolg. In diesem Flugzeug sind er und die 18 anderen zu ihren Fallschirmsprüngen geflogen, um drei Rekorde zu brechen. Doch das Rekordwochenende ist nach dem Unfall etwas in den Hintergrund gerückt. Die Springerin hat leider sich verschätzt. Das passiert immer wieder manchmal in unserem Sport. In dem Fall waren leider dann die Bäume so ein bisschen im Weg, dass sie da ausweichen musste. Aber Fehler passieren. Wir sind alles Menschen, wir sind keine Maschinen. Und manchmal läuft es eben so. Seit Donnerstag sind sie drei Nächte hintereinander aus 5000 Metern in den Nachthimmel über Mal gesprungen, um Formationsrekorde zu brechen. Mit Pyrotechnik und LEDs ausgestattet, um sichtbar zu sein. Am Ende der Figuren driften die Springer auseinander. Jeder muss dann allein zu Boden navigieren. Dabei ist die 54-Jährige über den Landepunkt hinausgeflogen, musste einem Baum ausweichen und landete hart auf einem unbeleuchteten Feld. Den Rettungskräften war anfangs nicht klar, wie schwer die erfahrene Springerin verletzt war. Deswegen wurde sie auch vorsichtshalber erstmal mit dem Helikopter abtransportiert. Aber im Krankenhaus wurde dann festgestellt, dass keine Verletzungen am Rücken sind, keine Kopfverletzungen. Es ist wirklich nur das Bein und ein blaues Auge. Der Oberschenkelbruch wurde bereits am Wochenende operiert und die 54-Jährige bleibt noch ein paar Tage im Krankenhaus. Zeit zum Aufatmen, meint Philipp Exner, und plant schon eine Wiederholung des Rekordevents. Unfälle gehören nun mal bei uns dazu, aber ist ja nichts so Schlimmes passiert. Also wir rechnen fest mit ihr auch wieder im nächsten Jahr. Den Unfall wollen sie demnächst im Team aufarbeiten.